Moin, ihr Banditen, was geht? Ich bin wieder zurück und heiße euch ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Bevor das Video losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz kurz bei allen vorstellen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Carlos und habe mich auf die zweite Staffel von Seven vs. Wild beworben und mein Bewerbungsvideo hat mit fast 150.000 Aufrufen zu denen mit den meisten Klicks gehört. Leider hat es für mich in dieser Staffel nicht geklappt. Joris hat sich den Platz ergattert und ich gönne es ihm vom Herzen und ich hoffe, dass Joris eine geile Show abliefern wird und alle anderen auch. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, wenn es für mich schon nicht geklappt hat, diese Staffel selber dabei zu sein, dass ich dann wenigstens auf sämtliche Folgen reagieren werde. Ich habe mir auch die letzte Staffel schon privat zu Hause reingezogen und dachte mir, jetzt wo ich meinen eigenen YouTube-Kanal habe, warum sollte ich nicht meinen Senf ein kleines bisschen dazugeben? Ich denke, dass ich nämlich auch vielleicht ein bisschen was Sinnvolles auch dazu sagen kann. Ich habe eine ganze Menge Lebenserfahrung, Outdoor-Erfahrung, Praxiserfahrung in verschiedenen Lebenssituationen und Dingen mittlerweile erlangt. Habe, denke ich, ein ganz interessantes Mindset und Lebenseinstellung und denke, ja, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, meine Reaktion auf die Folgen der zweiten Staffel von Seven vs. Wild hier auf YouTube mit euch zu teilen. Ich möchte mich noch einmal, bevor die Reaktion losgeht, bei allen entschuldigen, die schon seit langem auf den zweiten Teil von meiner SUP-Tour warten. Der Teil wird kommen. Ich habe ziemliche Probleme mit meinem Computer. Das Schnittprogramm bzw. der Computer wollen gerade nicht ganz so wie ich. Deswegen zieht sich das Ganze ziemlich in die Länge. Es stürzt dauernd alles ab und so weiter. Ich habe halt einfach nur nicht das beste Setup. Der zweite Teil wird aber kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber er wird kommen. Versprochen. Ansonsten hoffe ich, dass mein Streaming-Setup, so wie es jetzt hier steht, auch in Ordnung ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie auf YouTube oder generell irgendwo eine Reaktion aufgenommen. Streaming-Setup ist ja falsch, ich nehme ja gerade nur eine Reaktion auf. Vielleicht kommt ja irgendwann Stream noch dazu. Ich hoffe, von der Sound- und Bildqualität passt jetzt alles. Ich habe mir hier gerade alles irgendwie eingerichtet und hoffe, dass es für euch erträglich ist. Und ja, ihr die Reaktion mit mir zusammen genießen könnt auf die erste Folge der zweiten Staffel. Ich habe mir ein paar kleine Gedanken gemacht, die ich noch einmal vorher ansprechen möchte. So eine kleine Prognose könnte ja vielleicht auch mal ganz interessant sein zu den verschiedenen Kandidaten und was ich mir denke, was so passieren könnte, wer wann vielleicht rausfliegen könnte und aus welchen Gründen. Wen das nicht interessiert, skippt einfach ein Stückchen vor, bis dahin, wo die Reaktion beginnt. Genau. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe hier ja schon vorgespult auf Minute 27. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Ich wollte nur das als Hintergrundbild haben, oben links in der Ecke. Nur, damit ihr euch nicht wundert, ihr werdet es gleich mit mir zusammen das erste Mal sehen. Oder ich sehe es zumindest das erste Mal. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Ich gehe einmal die Tierlist quasi, die ja erstellt wurde, für das Skill-Ranking der Teilnehmer von oben nach unten durch. Und zwar haben wir auf Platz 1 Otto und Fritz. Gemeinsam quasi. Ich habe mir die ersten beiden Making-of-Teile von Dave bereits angeguckt. Und im zweiten Making-of-Teil, Spoiler für den Fall, dass es jemand noch nicht gesehen haben sollte, aber ich denke, das wird jetzt hier eh schon in der Folge eine Rolle spielen. Also, genau. Otto hat ja in der zweiten Making-of-Folge in der Nacht massive Schmerzen gehabt. War ja nachts noch im Gym, hat versucht, sich den Schmerz rauszuarbeiten, meinte, es ist etwas besser geworden, aber er hat auch erwähnt, dass er sich eigentlich so nicht so ganz ready fühlt, auf die Insel zu gehen. Das ist natürlich krass, weil Otto ist, denke ich, bei fast allen der Favorit schlechthin. Jeder geht davon aus, dass Otto das mit links schafft und man Otto eigentlich fast nackt auf diese Insel komplett ohne alles hätte setzen können und Otto dann Monate hätte überleben können. Ich denke auch, dass Otto ein krasser Kämpfer ist. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn nichts Weltbewegendes passiert, also Otto von irgendeiner Schlange gebissen wird oder sonst was, und ich denke leider, das ist der Nachteil daran, dass wir natürlich schon wissen von allen Teilnehmern, dass sie wieder heil zu Hause angekommen sind. Das wurde uns damit quasi ja schon so ein bisschen gespoilert, dass alle es heil überstanden haben und vielleicht höchstens kleine Verletzungen davongetragen haben, aber ich denke, alles Größere hätte man halt irgendwie im Nachhinein schon mitbekommen. Dementsprechend denke ich, Otto wird seine Zeit da durchgezogen haben auf der Insel, wird bis zum Ende da geblieben sein, außer halt eben
Seine Schmerzen haben ihm so sehr zugesetzt, dass er doch vorher rausgegangen ist, halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Fritz, der einsame Wolf, wie er sich selber bezeichnet, ist, denke ich, auch auf der Insel, ja, er fühlt sich wie zu Hause, er wird, denke ich, auch schnell da sich irgendwie wohlfühlen, ein Setup aufbauen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie im Gefühl, ich habe es im Gefühl, ich weiß es natürlich nicht, dass Fritz ein bisschen früher rausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Fritz aus irgendeinem Grund an Tag 5 oder 6, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fritz sich übernimmt, dass irgendwas passiert. Irgendwas, weshalb er abbrechen muss. Aber falls das nicht passiert, falls nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, denke ich, dass auch Fritz bis zum Ende durchhält. Kommen wir nun zu den, sagen wir mal, etwas spannenderen Kandidaten, die halt eben nicht in den Augen von allen die Favoriten schlechthin sind. Kommen wir zu Joris. Ich habe von Joris mir ein paar Sachen reingezogen. Ich denke, ich habe mittlerweile mir ein einigermaßen gutes Bild von Joris bilden können. Und ich denke, Joris hat Kämpfergeist. Ich denke, Joris hat massivst Bock. Allerdings glaube ich auch, dass Joris so ein bisschen vielleicht die realistische Einschätzung von dem Ganzen fehlt. Dass Joris vielleicht sich selber auch ein kleines bisschen überschätzt. By the way, etwas, was in den Kommentaren ja auch der ein oder andere mir vorgeworfen hat. Naja. Ich denke, dass Joris nicht bis zum Ende durchhalten wird. Ich denke, dass Joris am Tag 3 oder 4 einfach mit irgendwas überfordert sein wird. Dass es ihm alles zu viel sein wird, dass er, ja, sei es, dass es durchgehend regnet, sei es, dass doch irgendwie sein Setup, was er sich aufgebaut hat, irgendwas nicht klappt, so wie er es möchte. Ich habe das Gefühl, Joris wird an Tag 4 oder 5 rausgehen. Ich gehe übrigens davon aus, gerade die ganze Zeit, dass die Insel wirklich krass sein wird. Ne? Ich gehe davon aus, dass da nicht irgendwie so ein Happy Beach Day, Chillen am Strand und sonst was möglich sein wird, sondern dass es wirklich krasse Umstände sein werden. Wenn das Ganze nicht so ist, wenn die Insel wirklich wie eine Urlaubsinsel ist, Chillomello, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Joris easy bis zum Ende durchhält, wenn es nicht die ganze Zeit regnet. Es kommt halt massiv auf diese Randumstände an. Aber ich habe jetzt in meinem Kopf das Szenario, es regnet durchgehend, es ist durchgehend alles nass, es läuft nichts so, wie es eigentlich laufen soll. Es ist richtig übel. Und dann denke ich, dass Joris nicht bis zum Ende durchhalten wird. Kommen wir so zu Sabrina. Ich glaube, dass Sabrina auch sehr viel Kämpfergeist hat. Ich glaube, dass Sabrina auch auf jeden Fall durchziehen möchte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sabrina es bis zum Ende schafft. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Sabrina vielleicht ein bisschen früher rausfliegt, ähnlich wie bei Joris eigentlich. Wenn die äußeren Umstände passen, nichts krass schief geht, dann denke ich, dass Sabrina bis zum Ende dabei bleiben wird. Falls vielleicht irgendwas Unvorhergesehenes dazukommt, könnte ich mir vorstellen, dass Sabrina auch ein, zwei Tage vor Ende vielleicht abbricht. Nova, ich glaube, Nova wird unterschätzt. Ich bin nicht Fan von Nova, aber ich glaube, dass Nova uns alle überraschen wird. Hoffe ich, glaube ich. Ich denke, dass Nova krass durchziehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Nova bis zum Ende drin bleibt. Auch bei ihr, klar, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann natürlich nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nova bis zum Ende durchzieht. Und uns auch mit Skill und sowas vielleicht ein bisschen überraschen wird. Ich hoffe, ich täusche mich nicht in ihr. Sascha ist auch einfach krass. Ich glaube, Sascha schätzt die ganze Situation auch noch total falsch ein. Ich glaube, er unterschätzt die Situation massiv. Man hat es ja in den Making-of-Folgen schon so ein bisschen gemerkt, dass er langsam so ein bisschen realisiert, wie krass das Ganze eigentlich ist. Und trotzdem glaube ich, dass Sascha sich dem anpassen kann. Dass Sascha, wenn er dann auf der Insel ist und alles anders ist, als er denkt, trotzdem sagt, okay, fuck it, ich zieh durch. Ich pack das. Deswegen, Sascha, sehe ich auch die Tage durchkommen. Auch wenn er sich selber relativ weit niedrig eingeordnet hat auf dem Skill-Ranking. Aber auch bei ihm gilt natürlich, kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und Knossi,
ich gehe damit jetzt wahrscheinlich mit dem Mainstream, aber es ist auch meine persönliche Meinung. Ich finde es ultra geil, dass Knossi dabei ist. Ich habe absolut Bock, Knossi performen zu sehen. Und ich würde es mir mehr als alles andere wünschen, dass Knossi die 7 Tage dabei bleibt. Allein schon für den Unterhaltungswert. Aber ich befürchte, dass Knossi leider auch. Was heißt auch? Ich glaube, dass Knossi nicht mal die erste Nacht dort bleiben wird. Ich glaube, dass Knossi in dem Moment, wo es dunkel wird, spätestens, wenn sein Setup nicht perfekt steht, es regnen sollte, irgendwas, und er dann die Tiere hört, dass Knossi einfach Angst bekommt. Ich habe schon oft draußen geschlafen. Ich weiß, wie das ist, wenn man im Wald schläft, einfach so auf dem Boden, ohne alles, von nichts geschützt ist und das Kopfkino losgeht. Hey, hier könnte jetzt ein Wildschwein kommen, hier könnte irgendwas zu mir kommen, mich wecken. Was ist, wenn ich die Augen aufmache und vor mir ist plötzlich ein wildes Tier? Ist natürlich in einem deutschen Wald noch mal was, oder in einem nordischen Wald, europäischen Wald noch mal was ganz anderes als auf einer Insel bei Panama. Aber ja, Knossi hat diese Erfahrung nicht. Und ich weiß, wie krass es schon so ist, draußen zu schlafen, einfach vom Kopf her. Ich liebe es, draußen zu schlafen. Aber wenn man erstmal zulässt, dass der Kopf, ja, ein Kino beginnt, dann kommt man da schwer wieder raus. Und ich glaube, dass Knossi es nicht schafft, aus diesem Kino rauszukommen und dass dieses Kino in seinem Kopf entstehen wird. Deswegen sehe ich Knossi in der ersten Nacht rausfliegen. Jetzt habe ich absolut genug geschnackt. Das sind so meine Prognosen. Allgemeine Prognosen. Wie gesagt, ich hoffe, denke, da kann ich natürlich nichts zu wissen, dass es fast durchgehend regnen wird, dass die Insel richtig rough sein wird. Null Urlaubsinsel, dass es richtig krass wird. Ich glaube, dass sich niemand krass verletzen wird, niemand wird von irgendeinem Tier gebissen oder sonst was. Ich denke, Otto und Fritz werden uns krasse Aufnahmen liefern, werden auch ins Wasser gehen. Joris auch. Ich glaube, Joris wird uns sogar noch mit die krassesten Aufnahmen liefern. Weil Joris, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Joris vielleicht vom Wetter, von den äußeren Umständen überfordert sein wird, aber nicht von Tieren. Ich glaube, Joris wird an jede Schlange so nah rangehen, wie er auch nur irgendwie kann, an jedes Tier. Aber die Tatsache, dass auch er heil wieder da rausgekommen ist, zeigt mir, dass er wohl nicht von irgendwas gebissen wurde oder an keiner Stelle ja, die Grenzen zu sehr ausgereizt hat. Das sind so meine Prognosen. Wir haben im Making-of von Dave im zweiten Teil gesehen, ein Hangar wurde geöffnet. Ich gehe stark davon aus, dass die ganzen Teilnehmer jetzt mit einem Hubschrauber oder Flugzeug, ich rate und vermute Hubschrauber. Ich hoffe Hubschrauber, dass sie vielleicht wirklich einfach noch mal so aus 2 Metern Höhe aus dem Hubschrauber rausspringen müssen. Das würde natürlich noch mal ein bisschen ja, Adrenalin ins Ganze bringen, noch mal ein bisschen Spannung. Es könnte aber auch sein, dass die Insel vielleicht doch etwas größer ist mit einer kleinen Landebahn und sie mit einem Flugzeug auf die Insel fliegen und dann mit einem Boot oder mit einem Auto ausgesetzt werden. Mal schauen. Ich hoffe auf den Hubschrauber. Lang genug habe ich geschnackt. Es geht los an den absoluten Anfang. Seven vs. Wild, Staffel 2, Folge 1. Ich bin so unendlich gehypt. Los geht's. Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30-Sekunden-Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit, guckt euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was. Wie sollte es anders sein? In Folge 1 natürlich Rhinosheet als Partner mit am Start. Na klar. Wir haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht, haben mich auf vielen Touren Support ist kein Mord. Wir haben diverse Wir gucken uns natürlich die Werbung an. Mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf beziehungsweise die Product Placements. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhinosheet-Hülle und ein Handy. Ey, man kann das. Jetzt mal ehrlich, die Machete, das scheint ja wohl Fritz Machete zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach den 7 Tagen war, aber die Machete sieht echt nicht mehr gut aus. Holy shit. Ganze super malträtieren. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile.
ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhino Shield mit dem Rabattcode 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Okay, es geht los. Simsalabim. Oder auch nicht. Da bin ich wieder. Bin ich wieder, hallo. Hallo. Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir... Okay, geil, es ist schon mal der gleiche Sprecher wie in der letzten Staffel. Glaube ich zumindest, er klingt ein bisschen anders. Oh Gott, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall ein geiler Sprecher. Also, er hat ein bisschen andere Stimme. Ist das jemand anderes? Es ist auf jeden Fall nice. Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Hier ist es jemand anderes, oder? Ich glaube ja. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Okay, wir sehen hier jetzt schon mal so ein bisschen die Spots, wie weit die Spots auseinander sind. Wenn das ja so markiert ist, wie es dann auch tatsächlich ist, wovon ich mal ausgehe. Okay, also es ist schon mal nicht wirklich Strand oder sowas zu sehen. Zumindest jetzt hier auf dieser Seite von der Insel. Da hinten sind ja noch 3 Spots, die jetzt zu sehen sind. Es sieht eher nach so ein bisschen steinigen, fast Klippen aus. Sehr geil. Oh, ich bin so gespannt auf die Spots. Ich bin so gespannt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Oh, das Wasser ist so schön. Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry-Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Okay, die Gegenstände sind schon da. Ja, da ist sogar doch ein bisschen Strand, ne? Ja, okay. Also der Spot sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Oh, und ich gehe ja mal zurück. Seht ihr das? Hier unten, hier ist schon richtig viel Müll zu sehen. Also es scheint ordentlich Müll an den Spots zu geben. Krass, ich dachte, die müssten wirklich suchen, um vielleicht ein bisschen Müll zu finden. Aber da ist ja alles voll mit Müll. Ist ja krass, okay. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Das haben wir alle schon bei Dave's Making of gesehen. Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Okay, also es setzt genau da fort, quasi, wo Dave's Making of Folge 2 geendet hat. Ja, es ist ein Flugzeug, Hannah. Ottos Bemalung, ey, es ist so geil. Und Knossi mit seinem Tropenhut. Ich lieb's einfach nur. Ich lieb's einfach nur. Participants, welcome to 7 vs. Wild. Boah, das ist Ed Stafford! Das ist der! 60 Tage auf der Insel, wo das Ding von den Zahn, das ist der! Ja, ich sehe es, das ist der! My name's Ed Stafford and I've traveled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days, you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Sascha, Nossi, and Fritz. Sascha. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days, and I wish you an exciting and unique experience. Abgesehen von meiner Prognose, ich hoffe es natürlich auch. Ich hoffe es auch, dass alle die 7 Tage durchziehen. Allein schon, dass wir einfach von allen
die 7 Tage Videomaterial zu sehen bekommen. Ich kann es mir nur einfach nicht vorstellen, dass es wirklich alle schaffen. Good luck. Es ist ein Hubschrauber. Yes. Yes, 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 yes. Und es sieht für mich nicht nach einem Wasserhubschrauber aus, also der wassern kann. Das heißt, sie springen What the fuck? Okay. Das heißt... Wildes Intro. Wilder Song. Das heißt, sie springen entweder raus... Ja, wahrscheinlich ja. Das klingt geil. Okay, 2 Hubschrauber sogar. Klar, weil nicht alle in einen passen. Oh Gott! Bro! Guckt euch diesen Mann an. Guckt euch diesen Mann an. Wunderschön. Ein Bild von einem Mann. Es ist so krass, wenn ich mir überlege, ich hätte da sein können. Ich habe mich auch beworben, ich wurde leider nicht genommen, aber ich hätte da sein können. Es ist so ein krasses Gefühl, ich hätte so Bock gehabt. Ich kann mich so gut in die Lage hineinversetzen, einfach mental, wie es wäre, wenn ich da gewesen wäre. Es wäre so der absolute Hammer gewesen. Egal. Knossi war schon wieder fast am Kotzen. Ja, du kannst alles schaffen, Knossi. Hübscher Mann. Nein. Das. Jens? Das ist nicht dein Ernst, dass. Oh, by the way, sehr schönes Standbild. Es ist nicht dein Ernst, dass sie wirklich Knossi als erstes rauslassen. Das können sie dem Mann doch nicht antun. Der arme Mann. Der arme Knossi Mann. Knossi Knossalla. König des Internets, Entertainer, Schreihals. Na klar. Knossis loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen Einmal können? Kurz die Stats angucken. Jens Knossi Knossalla, 36, 100,9 Kilo. Stabil. Da ist auf jeden Fall eine Menge, wovon er zehren kann, die Tage, die er da ist. Okay. Skill Ranking wird als Balken dargestellt. Okay. Gegenstände, ja gut, das wissen wir alles. Ich dachte, Körperfett und so wird hier jetzt vielleicht auch gezeigt. Aber wird es anscheinend nicht. Aber das Wasser ist so schön. Ich möchte einfach nur auch in das Wasser reinspringen. Also an Knossi Stelle, ich würde einfach ins Wasser reinspringen wollen. Ist doch geil. Mit Klamotten ist natürlich... Krass. Crazy shit. Das sah schon noch relativ hoch aus. Also das sah schon so aus, als ob das noch so 4 Meter waren oder so, aus denen Knossi da jetzt springt. Mit Vollmontur. Krass. Nova einfach nur komplett skeptisch. Fritz komplett im Film. Let's go. Boah, das ist schon... Boah, das war krass. Das sah für mich jetzt gerade eher aus wie 7-8 Meter Höhe. Das wundert mich gerade, dass Jens, ohne zu überlegen, das einfach gemacht hat. Das war krass. Das hätte ich niemals gedacht. Ich bin gerade baff. Krass. Vielleicht steckt Knossi doch noch voller Überraschung. Ja, okay, 5-6 Meter. Hammer. Oh mein Gott! Jetzt kann gesprungen
Alter Panamese. Panamalese? Ich frage mich gerade, ob diese Musik, dieses Seven vs. Wild, ob das die ganze Zeit jetzt auch zum Intro wird oder ob wieder das Ausgesetzt in der Wildnis von Panama, ob wieder sowas kommt. Es wurde ja noch nicht wirklich gezeigt. Okay, man sieht erstmal keine Fische. Ist... Was ist das für eine Jacke, die Sascha anhat? Also, es von welchem Land ist das das Tarnmuster? Ist es auf jeden Fall nicht Deutschland, USA, Belgien, Niederlande auch nicht, glaube ich. Von was für einem Land ist das eine Tarnfarbe oder ist das einfach irgendeine... Das kann ich mir nicht vorstellen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Du machst es. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Boah, also guckt euch mal diesen Müll an. Das ist ja insane. Hier ist ja alles voll mit Müll. Also ist das krass. Daraus kann man sich ja so viel bauen und basteln. Man hätte ja theoretisch gar keine Gefäße, gar nichts mitnehmen müssen. Daraus kannst du dir Wasserfilter selber bauen. Ist das crazy, was da an Müll liegt. Da sind auch safe irgendwelche Seile, Bänder, sonst was bei. Also ich glaube, Paracord, Gefäße hätte man sich schon komplett sparen können. Crazy. Aber das Wasser, wirklich, ich komme nicht darauf klar, wie schön das Wasser ist. Ich hab gedacht, ich glaube auch. Ich muss kurz warten. Ja, also wer das noch nie gemacht hat, schwimmt mal voll angezogen im Wasser. Es ist krass, wie sehr euch das runterzieht. Es ist so ein anderes Gefühl, als einfach ganz normal zu schwimmen. Aber gut, ich meine, Knossi hat ja auch ein bisschen was ihn oben hält, ne? Ich komm gleich. Gut schlafen. Ich find's aber gerade krass, dass sich Knossi jetzt auch einfach da so hinlegt. Also, ich meine, wir sehen hier links, ist schon direkt eine Lücke im Felsen. So, es könnten theoretisch da ja schon Schlangen, Spinnen, irgendwas lauern. Also ich finde es mutig oder wahrscheinlich auch einfach unüberlegt von Jens, dass er sich da jetzt einfach so hinlegt. War gar kein Bock. Dieser Blick. Nova hat einfach gar keinen Bock. She's not amused. Das ist schon krass hoch. Boah, ich hätte auch so Bock mal aus einem Hubschrauber zu springen, ne? Ich hätte so Bock mal aus einem Hubschrauber zu springen. Holy shit. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Nicer Hero Shot. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als mancher Internet-Hater. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Ja doch, das ist ein cooler Hero Shot. Was sind da schon 7 Tage, cool. Oder? Krass, okay. Skill-Ranking, ja, ist klar. Krass, Nova ist echt groß. 1,79, heftig. 79,4 Kilo. Krass. Ich vergesse auch jedes Mal wieder, wie jung Nova eigentlich ist. Dass Nova erst 23 ist, ist insane. Ich meine, ich bin 22. Crazy. Wie, das sah jetzt nicht so hoch aus wie bei Knossi. Oder? Ja, doch. Also... Wenn wir, guck mal, wo berührt sie das Wasser? Jetzt berührt sie das Wasser. Wenn wir jetzt Nova überlegen, so sie ist 1,80 groß, wenn wir sie jetzt nochmal übereinander stapeln, dann sind hier 4 Meter, 6 Meter, also so 6 Meter werden das schon sein. Ah, oh, crazy, ey.
Jawohl, ja! Nicht zu viel Salzwasser schlucken. Okay. Jetzt Handschuhe an. Lol, also ich hätte mir die Handschuhe ja noch irgendwo irgendwo an die Hose gebunden oder so. Die haben noch Safe Clips. Einfach mit Handschuhen schwimmen, auch geil. Krass, okay. Novas Strand ist auf jeden Fall schon mal deutlich schmaler als der von Knossi. Sieht auch steiniger aus. Knossi hat ja schon noch ein bisschen Sand. Bei Nova sieht man ja jetzt gerade ausschließlich Steine. Ich mach mal doch meine Cam lieber wieder klein, dass ihr das auch seht. Man sieht deutlich weniger Müll, mehr Totholz. Sieht aber auch nice aus. Ich muss von meinen Prognosen eine ganze Menge zurücknehmen. Ich sag am Ende nach der Reaction noch mal ein bisschen was dazu. Aber ich glaube, das Ganze wird doch deutlich milder ablaufen, als ich es gedacht hatte. Also die Spots sind schon anders, als ich dachte. Ist aber okay. Doch eine ganze Menge Müll. Ist das krass? Ey, da, ich sehe schon. Was ist das? Hier liegt ja schon irgendwie so ein kompletter Eimer. Hier liegt eine Plastikflasche. Krass. Aber ich bin hier. Du bist da. Was liegt da alles an Müll? Hier ist noch eine komplette Wasserflasche. Hier. Hier liegt auch noch Stuff. Krass. Sorry, dass ich außer Atem bin. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen. Wofür ist sie dankbar? Mich ausziehen. Oh, oder? Erst, ups, sorry für das Standbild. Das war nicht beabsichtigt. Erstmal ausziehen, Nova. Alles klar. Hat sie gerade gesagt, da ist Wasser, ich bin dafür dankbar? Ich hab jetzt nicht gesehen. Okay, egal, werden wir noch erfahren. Also die Musikwahl ist schon mal saugeil. Es ist echt... hat was. Ist geil gemacht. Da konnte jemand gut Lippen lesen für den Untertitel. Nicer Drohnenshot. Otto Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Gigatsch. Ich find's witzig, dass er ein Militäroutfit von der britischen Army hat. Weiß nicht, ob das irgendeinen Grund hat. Stark, wenn ich nicht schon einen Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Hammer. Sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community... Okay. 94,8 Kilo, 1,86. Sind hoch. Vielleicht zu hoch. Knossi. Jetzt sag ich schon Knossi. Otto ist einfach ein Tier. Otto ist einfach ein Tier. Okay, das waren jetzt nur 4 Meter oder so. Voll unterschiedlich hoch die Absprunghöhen aus dem Hubschrauber. Naja. GoPro-Mikrofon komplett überfordert. Das war geil. Oh,
müssen wir noch verarbeiten. Aber auch gut, dass sich Otto vorher komplett angemalt hat und jetzt einfach schon die halbe Farbe abgewaschen ist. Auf war doch klar. Naja. In der Afanese. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft. Ja, es ist echt krass. Mit Klamotten schwimmen, es zieht einem echt sofort sämtliche Energie einfach. Na, wer kommt als nächstes? Aber guckt euch mal, wirklich, guckt euch mal diese Landschaft an. Das ist so wunderschön. Guckt euch diese Landschaft an. Ey, da Urlaub machen oder auch Survival. Ich, wirklich, setzt mich da hin mit zwei Gegenständen. Ich mach da Urlaub. Holy shit. Eine Scheißpalme oder eine Scheißpalme? Okay. Okay, der Spot sieht nicht so nice aus. Fritz, das ist doch Absicht. Meinecke. Abenteurer, Skandalnudel, Gemeinecke. Der Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins at the end of your comfort zone? Okay, Fritz mit dem Pen, mit der Pen-Cott-Hose. Also ich meine, richtig mies sieht sein Spot jetzt auch nicht aus. Bäh, guck dir mal das Wasser an. Also bei Fritz sieht auf jeden Fall alles mülliger, dreckiger und nicht so urlaubsmäßig aus. Das muss man sagen. Willkommen. Ich meine, die haben schon mal alle massives Glück, dass es nicht jetzt schon regnet, ne? Wären sie jetzt angekommen, ins Wasser gesprungen, dieses Mal war es ja jetzt anders als in Staffel 1. In Staffel 1 konnten sie ja ihre Klamotten in den Drybag packen. Jetzt sind sie ja mit sämtlichen Klamotten ins Wasser gesprungen. Wenn es jetzt regnen würde, hätten sie Probleme, die Sachen überhaupt erstmal wieder trocken zu bekommen. Also, so ein bisschen feucht bleibt es halt einfach durchgehend, allein wegen der Luftfeuchtigkeit halt einfach in den Tropen. Aber wären sie jetzt... Also würde es jetzt durchgehend regnen, dann, ja, bist halt da mit nassen Klamotten und bleibst nass. Und das ist halt einfach nach einer Weile ein echt mieses Gefühl. Bei Kevin, das ist Wald, Panama. Holy shit. Was ist denn da an dem Baum? Das ist einfach schon ein kompletter Rucksack oder so ein Beutel einfach im Baum. Oder ist das sein... Sind das seine Sachen? Könnte ja sogar auch sein. Hat man ja noch nicht gesehen, wo sie die hingetan haben. 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen. Macht einfach jeder. Ah doch, das ist ein Dryback. Ha, krass. Hab ich richtig erkannt, ist ein Dryback. Aber wie erstmal jeder aus der Puste ist oder erstmal kurz Pause braucht. Und erstmal wirken lassen. Aber der Dryback ist da schon so ein bisschen versteckt. Das wäre witzig, wenn sie die Drybacks bei allen so ein bisschen versteckt hätten und einfach... Irgendwie Knossi jetzt so sein Dryback nicht finden würde. Nicht überhaupt dran gehen, sondern anfangen. Ganz ruhig. Nicht den Niklas machen. Heißt nicht hoffentlich willkommen. Wobei das ist so. Ein Wasserspot. So. Also die anderen hatten krass viel hochgefallen. Ja, das stimmt. Die hatten teilweise Strand. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, sein Spot sieht eigentlich gar nicht mal so mies aus. Also. Es kommt drauf an. So an sich von der Beschaffenheit geht es, aber es stimmt. Er hat keine Palmen,
Das heißt, wenn er Kokosnüsse, irgendwas sich holen will, dann muss er halt wirklich ins Landesinnere, dann muss er halt wirklich in den Dschungel. Aber egal, ich suche mir was Schönes, da drüben ist Riesenufer, geil, riesiger Spielplatz. Spielplatz. Das ist einfach so nice, man. Das ist so cool. Das ist kein normales Flecktarn, was Sascha da hat. Das ist kein normales Flecktarn, das ist irgendwas anderes. Komisch. Joris? Okay. Joris auch gar keinen Bock. Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreise. 24. Wie schlägt sich der Neuling? 1,73 nur, krass. 68,8 Kilo. Alright, alright, ja. Hä? Hat die Joris da einfach Sneaker an? Hatten die nicht für die Mastershots schon die, komplette Dschungelmontur an? Er hat da einfach Sneaker an. Okay. Wild. Also wenn er mit denen jetzt auf die Insel geht, dann sehr wild. War das ein Angstschrei oder ein Ich hab Bock-Schrei? Sabrina. Okay, es war ein Ich hab Bock-Schrei. Sieht auch schon wieder entspannter aus, so wie bei den anderen. Also Fritz hat bisher eigentlich den einzigen Spot, der wirklich anders ist als von allen anderen bisher. Aber ich find's krass, dass man gerade noch bei niemandem unter Wasser irgendwelche Tiere irgendwas gesehen hat. Ja, nicht mal Fische, gar nichts. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass da krass Krokodile unterwegs sind, wenn dann halt eher am Festland und dann da vielleicht im Süßwasser, falls es da was am Festland gibt. Ja. Mal schauen. Die Jacke hat auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Abperleffekt. Hat man gerade gesehen. Scheiße. Geil. Erstmal gucken. Scheiß oder geil? Oder scheiße geil? Landung war gut. Schwimmen war okay. Hatte seitlich Gegenstrom. Ja, okay, da ist der Dryback. Genialer Schuss. Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich. Oh, fuck. Ich muss. Erstmal alle komplett aus der Puste. Jetzt plötzlich. Ach, krass, klar. Wir haben ja schon mehrfach 2 Hubschrauber gesehen. Ich bin ja auch dumm. Natürlich ist da noch ein 3. Hubschrauber, der noch filmt. Das ist ja jetzt nicht mit einer Drohne gefilmt. Na klar. Einfach 3 Hubschrauber. Crazy. Wer ist Sascha? Ey, es wäre auch hart lustig, wenn irgendjemand jetzt den Niklas machen würde und einfach beim Springen aus dem Hubschrauber mit dem Fuß unten an den Kufen hängen bleibt und einfach irgendwie kopfüber irgendwie runterfällt und Bye-bye, Bitches ruft. Let's go! Sascha Huber. Let's go! Fitness-YouTuber, jo, Dorfkind, Österreicher. Der Flex wirklich darf nicht fehlen. Zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Ja, das glaube ich auch. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie.
Wird ihm sein Adonis-Körper zum Verhängnis? 80,3 auf 1,78, das ist echt krass. Sascha ist so ripped. Das ist hoch. Er berührt da erst das Wasser, stapelt ihn jetzt mal übereinander. Ein Stückchen höher. Das sind ja 2, 3, 4, 5, 5,5 Saschas. Sascha fast 2 Meter. 5, also das sind irgendwie 10 Meter, aus denen Sascha hier gesprungen ist. Holy shit. Boah. Sabrina bekommt einfach mit jedem Mal mehr Angst. Geil. So scheiße. Und man weiß nie, ist es so ein scheiße krass oder ist es ein scheiße scheiße. Okay, Sascha hat auf jeden Fall auch schon mal mehr. Na, sehen wir es gleich nochmal. Das wäre nochmal da. Also Sascha hat auch schon mal mehr jetzt hier so einen Steinstrand und gar keinen richtigen Sand. Und vor allem geht's, bei Sascha ist ja nur so ein schmales Stück Steinstrand und dann kommt ja schon direkt einfach so Buschzeug. Bei ihm sind ja auch gar keine Palmen oder irgendwas. Der Spot ist aber auch mies. Das sieht auch mies aus. Ja, Beste. Boah, der Spot sieht gar nicht nice aus. Der ist ja der ist ja alles dicht. Das ist ja alles dicht. Da kommst du ja nirgendwo rein. Was ist das denn? Sascha kann ja nirgendwo hin. Der muss sich ja komplett. Aber wohin? Es geht hier überall nur bergauf. Nach rechts und links sehe ich jetzt gerade auch nichts. Er kommt hier nirgendwo rein. Hier sind keine Palmen, hier ist gar nichts. Das ist ja der absolut beschissenste Spot von allen. Hier kannst du ja auch nirgendwo einen Weg schlagen. Das Ding ist, wenn es sonst Dschungel ist, mit irgendwelchen Palmen, Bäumen, sonst was, Lianen, kannst du dich da ja durchschlagen. Aber das sind ja einfach nur Büsche, es ist ja einfach nur Gestrüpp und die sind 1,5 Meter hoch oder so. Da kommst du ja gar nicht durch. Sascha kann sich ja außer hier auf seinem Steinstrandbereich, der kommt doch nirgendwo hin. Oder bin ich jetzt blöd? Das ist ja totale Arschkarte. Krass. Ja, da bin ich mal gespannt. Salut. Der ist ja... Wo bin ich hier? Ja, wo bist du da? Ja, aber sowas von scheiße. Ja, wo sind die Palmen? Ja, richtig. Da ist nichts. Okay. Änderung, Sascha fliegt nach 2 Tagen raus. Kannst ja nichts machen da. Kannst ja nichts machen, der wird ja wahnsinnig. Der kann 20 Meter nach rechts und links laufen, wenn nicht. Da kriegst du doch direkt einen Schuss. Es ist nur noch Sabrina, oder? Auch ein nicer Drohnenshot. Bisschen riskant auch. Der sieht schon wieder geiler aus. Der sieht zumindest so aus, als ob man sich da halt irgendwie reinschlagen könnte ins Dickicht. Sabrina Outdoor. Ich find's auch krass, dass Sabrina einfach nichts mit ihren Haaren gemacht hat. Dass ihre Haare da einfach so rumwehen. So Nova hat die sich ja zu richtig krassen Zöpfen zusammenbinden lassen. Weil Sabrina gibt einfach, juckt nicht. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. Ist sie mit dem Bauchnabelpiercing auf die Insel? Boah, ich würde ja alles, was ich irgendwie rausnehmen kann, von meinem Körper abnehmen. Also, okay, wild. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Krass. Sabrina ist ja echt von allen mit Abstand die kleinste und leichteste. Dschungel sie brechen? Boah, ich bin gespannt. Sabrina hat echt ein bisschen Panik, oder? Okay. Ich,
finde es krass, wie einfach wirklich alle ohne zu zögern gesprungen sind. Dass da niemand irgendwie noch Theater gemacht hat oder irgendwas. Sodass alle wirklich direkt gesprungen sind. Krass. Die Haare. Ey, Sabrina, wenigstens ein. Ja, okay, Haargummi. Doch, Nova wird ja auch in den Zöpfen Haargummis haben. Was ist damit? Die können sich aber auch zweckentfremden. Irgendwie müssen die Zöpfe erhalten. Also, da sind wenigstens auch Palmen und deutlich breiter. Und ich denke, da kann man auch ein bisschen ins Landesinnere gehen jetzt dabei, Sabrina. Das sieht schon mal wieder besser aus. Nicht der beste Spot, aber auch in Ordnung, denke ich. Als ob Sabrina was. Ich dachte gerade, sie hat direkt irgendwas Krasses gefunden. Einfach ein Stein. Ja, was war das? Oh mein Gott, ich bin an einem Steinstrand. Ein Stein. Oh mein Gott. Ich glaube, das war eher eine Realisation, dass sie generell da ist. Oh mein Gott. Sabrina kommt gar nicht klar. Okay. Heftig. Einfach nur krass. Ich bin gespannt, ob man jetzt. Wie lange geht das noch? Okay, ist schon fast zu Ende. Ich wollte sagen, ich bin gespannt, ob man noch irgendwas außer Ankunft sieht, aber anscheinend nicht wirklich. Man hat jetzt wirklich nur die Aussetzung gesehen. Bei der ersten Staffel hat man ja wenigstens noch ein paar Stunden danach gesehen, nach der Aussetzung, aber es war jetzt wirklich nur Aussetzung. Was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Auf einer tropischen Insel. Okay. Sieben Kandidaten, sieben okay, das ist auf jeden Fall der gleiche Sprecher. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Ja, der Todesapfel haben wir schon bei Dave's Making-of gesehen. Nicht dein Ernst, Fritz. Giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Fritz. Muss das? Wer nach sieben Tagen noch. Okay, geil. Ey, das sind wichtige Aufnahmen. Da muss ich jetzt einmal kurz langsam durch. Okay, das haben wir schon zur Genüge gesehen. Geil, Knossi hat schon mal Kokosnüsse, an die er mit einem Stock rankommt. Was sind das für Mini-Palmen? Okay, Ultralack. Sieben Tage. Das ist schon mal sehr stark. Da hat, wessen Hände könnten das sein? Sabrina oder Nova? Oder Joris. Die Schuhe. Dann ist es Joris. Das sind einfach die Sneaker. Joris ist wirklich mit den Sneakern auf die Insel, oder was? Dann ist das Joris. Joris hat schon mal das krasseste Seil überhaupt gefunden. Das ist ja auch ultra OP. Okay. Und die meisten Punkte in den Tages-Challenges gesammelt hat. Okay, Bogen bauen ist auf jeden Fall eine Challenge. Ey, hier sind wieder zu viele Bilder auf einmal. Okay, Sascha knackt. Hups. Das andere wäre unschön. Sascha knackt eine Kokosnuss und hatte auch schon Kokosnuss liegen. Er hat schon eine geknackt bekommen. Fritz macht den Otto. Fritz wird eins mit der Natur. Okay. Bogen bauen. Okay. Was war das? Ja! Warum sieht Knossi, wenn er Ja schreit, so aus, als ob er gerade stirbt oder kotzen möchte? Knossi, was ist los mit dir, Bro? Keine Kamerateams. Okay, liebe ich. Geil. Die Schuhe. Hammer. Sehr, sehr geil. Was da alles angespült ist. Geil. Überlegt euch mal wann habt ihr eure hier Crocs an den Straßenrand geworfen? Irgendwie sind die ins Meer gekommen, werden einfach an eine Insel in Panama gespült. Und Joris zieht sich euren alten Croc und eure alte Sandale an. Alles klar. Kein Kontakt. Nova nochmal eben Bikini mitgenommen. Kann man machen, okay. Vollkommene Isolation. Das ist doch Knossi. Warum sind die denn alle nackt?
Was ist denn da los? Okay, das ist Ottos Spot. Das sah für mich anders aus beim Aussetzen, habe ich nicht so drauf geachtet. Okay, sieht auch ganz cool aus. Da hat... Hä, aber Otto wurde doch woanders ausgesetzt bei Otto. Nee, Quatsch, Sascha hatte gar nichts. Krass, also Otto hat ja jetzt hier richtig viel Palmen und Gestrüpps und kann da theoretisch noch rüber auf die andere Seite wahrscheinlich, wenn das hier nicht begrenzt ist. Also wahrscheinlich wird er da rüber dürfen. Das ist ja schon mal richtig nice. Also das ist, glaube ich, fast hier der beste Spot. Und dann für Otto, das ist ja, das macht es dem Mann noch nicht so einfach. Das fühlt sich gerade an, als wird das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Merkt euch diese Sätze, die wir jetzt zum ersten Mal hören, und überlegt euch, welche davon schon zum Meme werden könnten. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Es ist doch genauso geschnitten wie beim letzten Mal. Okay, Nova sagt, sie glaubt, sie kann nicht mehr. Das sieht so aus, als ob sie das gerade erst gebaut hätte. Also es könnte schon ziemlich früh sein. Es könnte schon am Tag 1 oder Tag 2 sein. Okay. Wild. Also es gibt zwei Gründe, warum diese Szene genommen wurde. Entweder, weil sie keine besseren Szenen von Nova bekommen haben, weil Nova gesagt hat, ich glaube, ich kann nicht mehr, und dann wirklich direkt raus war. So wie bei Niklas letzte Staffel. Oder um ein bisschen Spannung zu machen. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Was hat Joris da? Einfach Krokodil getötet. Nee, von was ist das? Was ist das? Das ist doch eine Kralle. Wild? Auch Joris kommt an seine Grenze. Jede Minute kämpfe ich. Okay, Sascha hat sich auf jeden Fall schon mal einen richtigen Unterschlupf gebaut. Sieht ein bisschen aus wie Chris Hütte in der letzten Staffel. Mit mir. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich hasse es gerade. Was ist das denn? Fritz hat einfach ein Netz gefunden und sich aus dem Netz eine Hängematte, ein Bett, eine Lehne, was ist das, gebaut? Mega, oh mein Gott. Oder hat er sich das selber geknüpft? Nee, das hat er doch so als Netz gefunden. Oder was ist das? Okay. Ich find's nicht geil. Krass. Krass. Das hier. Die ganze Aussetzung und alles, das war ja nichts jetzt hier im Vergleich zu den letzten 2 Minuten, wo man nochmal diese ganzen Szenen sieht. Die geben ja gerade schon so viel Aufschluss. Das ist ja der... Ich bin echt gespannt. Ist ein anderes Level. Jupp, das ist es. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Oh Gott. Aber, Leute, hier ist eine Blombe, da ist ein Medikit. Ich finde es krass, dass sie das als Einspieler genommen haben und das sie nicht weggeblurrt haben. Das gibt ja gerade eine ganze Menge Aufschluss. Also Sabrina hat auf jeden Fall, und wenn ich das richtig sehe und nicht blöd bin, ist das 60-Sekunden-Medikit. Das ist das Disqualifiziert-Medikit. Du bleibst noch kurz am Leben und öffnest das, um nicht direkt zu sterben, Medikit. Sehe ich das gerade richtig? Das wird ja bedeuten, dass Sabrina auf jeden Fall nicht bis zum Ende dabei ist, weil sie das Medikit geöffnet hat. Oder sehe ich das jetzt falsch? Holy shit. Okay, also es regnet auf jeden Fall auch. Das heißt, es ist nicht durchgehend gutes Wetter. Das ist auch schon mal sehr gut zu sehen. Oder sehr, sehr spannend und wichtig zu sehen. Und Knossi hat anscheinend sich, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme entstanden ist, noch keinen Unterschlupf oder so gebaut. Sondern steht da einfach unter irgendeiner Palme. Krass, das heißt, das könnte wahrscheinlich auch relativ am Anfang sein. Oder sein Hängematten-Irgendwas-Setup ist halt woanders. Aber dann, warum ist sein Packsack und alles da? Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Oh, krass. Ja. Ey, alle am Heulen, alle fertig. Fritz und Otto. Ja. Wann bricht deine Psyche? Ich habe gekämpft ohne Ende. Dann zum Wasser. Okay. Gänsehaut. Heftig.
Seven vs. Wild, Panama. Boah, krass. Krass, 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 krass. Okay, Resümee zur ersten Folge. Ist doch dann gar nicht mal so anders, als ich dachte. Also die Spots sind etwas nicer und angenehmer, als ich es mir gedacht hätte. Aber es scheint wohl doch auch zu regnen. Und das heißt, ja, die Wetterbedingungen sind nicht so viel besser, als ich es gedacht hätte. Anscheinend. Zumindest regnet es auch mal, was wir jetzt in der Vorschau gesehen haben, in den kleinen Ausschnitten. Ich denke, überwiegend bleibe ich bei meiner Prognose. Das Einzige, was sich auf jeden Fall ändert, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, Sabrina fliegt raus. Ja, ganz offensichtlich. Sie hat das Medikit geöffnet, aber mich wundert es, dass sie das so gezeigt haben. Oder es könnte irgendeine Falle sein, dass das nur so aussieht und eigentlich was anderes ist von irgendeiner Challenge oder irgendwas. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also Sabrina anscheinend verletzt sich, irgendwas passiert, Sabrina fliegt raus. Krass. Nova auch emotional. Aber ich glaube, Nova zieht trotzdem durch. Aber, ja, wobei, nee, ich sag, Nova fliegt auch nach 3 oder 4 Tagen. Sascha, sag ich, zieht durch. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Knossi hat man nicht so viel gesehen. Könnte auch sein, weil Knossi keine Emotionen, nichts Krasses erlebt hat, sondern aus irgendeinem Grund dann einfach abgebrochen hat, weil er keinen Bock mehr hatte. Oder weil er wirklich durchgezogen hat. Bin sehr gespannt. Joris, ja, meinte einmal, er kommt so ein bisschen an seine Grenzen, aber ich glaube, Joris zieht das dann doch auch echt gut durch. Mal schauen, ob da irgendwas passiert oder ob er wirklich dann bis zum Ende dabei bleibt. Und Fritz und Otto wirkte ja jetzt so, als ob bei ihm wieder alles gut ist, die Schmerzen weg sind. Dann sag ich, Fritz und Otto bleiben bis zum Ende drin, gar kein Ding. Das ist jetzt so ein bisschen meine Prognose. Auf jeden Fall, hammergeile Folge. Sehr krass, was schon da in den Ausschnitten gezeigt wurde. Es hat ja schon echt eine ganze Menge gespoilert. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber ich glaube, es war nicht schlecht. Also ich glaube, es hat zwar eine ganze Menge gespoilert, aber ein Bruchteil von dem, was wir noch zu sehen bekommen. Deswegen wird es schon gut überlegt gewesen sein von Max und Johannes und vom gesamten Team, dass da schon so viel gezeigt wurde. Das Einzige, was mich echt irritiert, ist das Medikit von Sabrina. Wenn es das Medikit war. Aber vielleicht war es auch nur das kleine Medikit, aber dann war das in den Einblendungen bei Dave's Making-of falsch, weil das, was da bei Sabrina offen lag, war von der Optik her das große, das 60-Sekunden-Kit. Das Du-bist-sofort-disqualifiziert-Kit. Crazy. Okay. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Folge. Ich danke euch, wenn ihr bis zum Ende hier dabei geblieben seid. Und hoffe, ihr habt die Reaction mit mir hier zusammen genossen. Lasst super gerne ein Like, ein Abo da. Kommt gerne zur nächsten Folge wieder. Abonniert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Und guckt euch mit mir zusammen die nächste Folge an. Und freut euch auch bald hoffentlich auf den zweiten Teil von meiner SUP-Tour. Ansonsten ist bis dahin der Plan, dass ich immer circa 24 Stunden nach Veröffentlichung der Originalfolge auf Fritz' Kanal hier auf diesem Kanal meine Reaktionen dazu hochlade. Schreibt mir gerne auch nochmal in die Kommentare, ob hier irgendwas euch aufgefallen ist, was ich an meinem Setup verändern kann, was ich optimieren kann. Ich habe keine Ahnung, ich werde es mir jetzt selber das erste Mal angucken, meine Reaction, ob das hier alles geklappt hat. Ich hoffe sehr, wenn ihr das hier zu sehen bekommt, dann hat es allerdings wahrscheinlich geklappt. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, ciao.